Wow, ein schön großer. So macht das Angeln auch Spaß. Hey Leute, heute will ich mal ein bisschen auf schwedische Raubfische gehen und habe mir hier eine kleine nette Bastelei gemacht. Und zwar habe ich mir ein kleines Kajak an mein Fahrrad gepackt und werde jetzt an den kleinen See fahren, das zu Wasser lassen und dann ein bisschen auf Raubfisch probieren. Mal gucken, ob ich gut ankomme, weil die Konstruktion sieht mir sehr wackelig aus, aber ist ja sonst kein Abenteuer. Bis gleich. So, ich bin jetzt angekommen am vergessenen See. Ich bin mega aufgeregt. Jetzt geht's los. Ich bin super gespannt. Also, dann treffen wir uns gleich wieder auf dem Wasser. Das war ein großer Fisch. Den hat er gut zerwissen. Naja. Aber nice. Hat funktioniert. Weiter geht's. So, jetzt ist mir ein kleiner Barsch rangegangen. Ist fast genauso groß wie der Köder. Der wollte es wissen. So, jetzt hat es mal geknallt. Scheint aber nichts Großes zu sein. Wenn es noch dran ist, scheint ein Barsch zu sein. So, jetzt habe ich mal auf Spinner gewechselt und schon, zack, ist mir ein kleiner süßer Barsch rangegangen. Der zweite Hecht, der ist ein bisschen kleiner als der erste, aber der ist natürlich noch nicht groß genug, der darf jetzt wieder Schwung gehen. Sehr gut, so kann es weitergehen. Mir ist echt beschissenerweise die Angel gebrochen. Und naja, ich habe sie jetzt getaped mit Panzertape. Mal gucken, ob das hält. Ich bin gespannt. Darf halt kein 2 Meter Hecht einsteigen. Naja, mal gucken, ob es gut geht. So, der nächste. Ich habe einen kleinen Barsch gefangen. Ja, sehr gut. Also egal, was man hier reinwirft, bisher habe ich auf alles gefangen. Jetzt fehlt nur noch Gummifisch, aber die habe ich leider nicht dabei. Ist Wahnsinn. Also geil. Das ist echt der vergessene See. Hier hat es leider meinen Ton zerhackt. Und erstaunlicherweise ist mir jetzt wieder einer rangegangen. Auf meiner kaputten Rute, die ist natürlich dann komplett abgebrochen, wie man da oben sehen kann. Also die Fische beißen da unglaublich gut an diesem See. Hier hat auch ewig keiner geangelt wohl. Und entweder haben die Fische hier wohl wirklich wenig Beutefisch oder sie haben wirklich noch nie einen Plastikköder gesehen oder Metallköder. Das ist wirklich der Hammer. Also das habe ich so noch nie erlebt. Das ist wirklich der Wahnsinn hier.
Hier haben wir ihn. Schönes Tier. Wunderbar. Petri. Mit der gebrochenen Spitze. Unglaublich. Guckt sie euch an. Shit. Hat funktioniert. Unglaublich. An der kaputten Angel. Ein Barsch. Ja. Ein Barsch an der kaputten Angel. Ein guter. Oh, du hattest dich fast entharkt, mein Freund. Ein schöner Barsch. Ein schöner schwedischer Barsch. Ja, sehr schön. So, jetzt hat es schon wieder gescheppert. Scheint was Größeres zu sein. Natürlich alles hier mit der kaputten Angel. Hardcore, ey, der wird hier alles wirklich abverlangt hier heute. Das ist der Wahnsinn, ey. So, mal gucken, was da ankommt. Wow, sehr schön. Power haben die Viecher hier auf jeden Fall, ey, das ist klar. Wow, fast auf den Kescher gesprungen. Yes, okay. Nochmal einen schönen 60er. Sehr, sehr geil. Weit und breit, außer ich und mein Kanu. Voller Köder. Aber so viele Köder braucht man ja gar nicht, weil die beißen recht gut. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen eine Flaute gerade erwischt. Seit einer halben Stunde beißt gar nichts. Ich glaube, ich guck mal, was ich noch im Köderkasten habe. So Leute, jetzt hat schon eine Weile nichts mehr gebissen und deswegen habe ich jetzt mal einen Jerk angemacht. Das ist hier ein selbstgebauter. Auf geheimköder.de könnt ihr den auch kaufen. Ich habe den immer ganz gerne in meiner Tasche. Wenn nichts geht, funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Probieren, ob das heute auch so ist. Wie der läuft. Das ist wirklich ein Traum. Ein Traum für jeden Jerkangler. Oh, ja. Sehr geil. Ach ja. Schöner, wunderschön gezeichnet auch. Ich glaube, irgendwie Biss gehabt zu haben. Ich lasse es auf das dann. Schau nochmal hin. Ja. Oh. Wow, ein schön großer. So macht das Angeln noch Spaß. Gerade ausgeworfen, sofort eingeschlagen nach dem Aufklatschen nach der Oberfläche. Boah. Und jetzt biegt sich hier die Route. Ey, geil. Boah, hat der eine Power, ey, ist Wahnsinn. Komm schon. Ja, der ist ein bisschen größer als der eben. Mal gucken, ob ich den anfange.
ist stark. Der ist stark. Schöner Fisch. Hoffentlich kriege ich den gelandet. Ja, Baby. Alter, gerade ist der Köder abgegangen. Boah, ist der stark, ey. Ey, verrückte Sache. Huhu. Und ich bin komplett nass. Egal, das Wasser ist wunderbar hier. Fort nach dem Einwurf. Zack, hat's geknallt. Yes, Baby. So kann's weitergehen. Fang den Fisch, Baby. Ja, Hammer. Ich zeige euch auch nochmal den Köder. Auf den Jerk hat er gebissen. Selbstgebauter Köder. Schöner Jerkbait. Geheimköder, vielen Dank. Hammer. Selbstgemachter Köder. Eben lief es die ganze Zeit nicht so gut. Und auf einmal, bam, hat es wieder geknallt. Hab den Köder gewechselt hier auf den Jerk. Und sofort hat es funktioniert. Also, sehr guter Köder. Immer dabei, haben wir in der Tasche. Kann nie schaden. Hier haben wir sie. Eine wunderschöne Mutti. 80 cm. Schöner Fisch. So läuft's hier in Schweden. Das ist der vergessene See. Hammer. Wunderbar. Leute, ich verabschiede mich. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen angeln an diesem tollen See. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, fang den Fisch. Haut rein. Ciao.